Ich bin selber gerade auf der Suche nach einem E-Scooter. Dabei bin ich auf verschiedene Scooter-Hersteller gekommen. NIU, UNO. In dem Video hier werde ich mal über den UNO reden und die Firma UNO. UNO ist ein deutsches Startup mit Sitz in Berlin. Sie haben schon mal einen Scooter auf den Markt gebracht, den jetzt genannten UNO Classic. Den haben sie nach eigenen Aussagen auch 10.000-fach verkauft. Das heißt, man kann schon sagen, dass sie in dem Metier ziemlich viel Ahnung haben. Und jetzt launchen sie den UNO Scooter. Der soll im Frühjahr 2020 vorgestellt werden. Für mich ist genau dieser neue UNO Scooter aus verschiedenen Gesichtspunkten interessant, die ich euch auch gleich sofort erläutern werde. Zum einen sein Design. Es ist smart, futuristisch, aber auch irgendwie retro. So einen Roller wie den habe ich persönlich jetzt noch nicht gesehen und wie ihr hier seht, ich blende mal ein paar Bilder ein. Finde ich persönlich, sieht er einfach echt futuristisch aus und echt cool. Und das ist für mich auch ein wichtiger Punkt bei einem Roller. Der nächste Punkt ist seine Smartness. Das heißt, es gibt keinen Schlüssel wie sonst, sondern es gibt zum einen eine kleine Chipkarte, die man an eine NFC-Schnittstelle halten kann, um es zu entriegeln. Oder man kann es sogar mit seinem Handy entriegeln. Auch Keysharing machen, also über die App den Zugang dem anderen Kollegen zum Beispiel schicken, dass er den benutzen kann. Und wie ich finde, ist das einfach eine sehr coole und smarte Sache. Insgesamt ist die App für mich ein ziemlich interessanter Punkt des Scooters, denn ich kann auch sehen, wie viel Batteriestatus der Roller hat, wo er gerade ist. Wenn er bewegt wird, dann kriege ich eine Benachrichtigung und kann ihn tracken, also wenn er geklaut werden sollte. Insgesamt finde ich das einfach eine sehr, sehr smarte und coole Sache. Zwei Punkte gibt es noch. Einer davon ist der, dass es ein Startup aus Deutschland ist, was ich natürlich gerne unterstützen würde. Der andere, meiner Meinung nach aber viel, viel, viel wichtigere Punkt, ist der Stauraum. Schaut man sich so zum Beispiel an, wie viel Stauraum ein NIU-Scooter hat und jetzt ein UNO-Scooter, fällt auf, dass der UNO-Scooter einfach deutlich, deutlich mehr Platz hat. Für einen Helm, für einen Rucksack. Finde ich einfach sehr praktisch, dass ich den Helm da beispielsweise reintun könnte. Für mich auf jeden Fall ein K.O.-Kriterium. So, jetzt gibt es noch ein ganz paar kleine Punkte, die dazukommen. Wie zum Beispiel, dass ich einen Akku nachrüsten kann, um auf 100 Kilometer zu kommen. Oder dass ich den Akku rausnehmen kann und abends einfach zu Hause laden kann, was dafür spricht. Es gibt aber auch Sachen, die dagegen sprechen. Das heißt, man weiß halt noch nicht, wie er wirklich aussieht oder wie er sich fährt, weil es einfach noch keine wirklichen Tests dazu gibt. Ich bin deswegen echt gespannt, wie es ausgeht, also wenn er ausgeliefert wird, wie er sich fährt. Und mal schauen, wie es wird. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Erwartungen da nicht zu hoch sind und dass UNO das gut hinbekommt. So, das war's auch von dem Video. Ich habe jetzt nicht wirklich was zum Preis gesagt, weil der Range von 2.500 bis ungefähr 4.000 kommt aufs Modell an. Wie ihr es haben möchtet, könnt ihr einfach auf uno.de gehen und danach schauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch ein bisschen meine Impressionen dazu geben und habt noch einen schönen Tag. Ciao!